Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind immer noch im Nichts und auch noch lange, 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 lange nicht fertig, und waren vor einer netten Tür stehen geblieben, in der uns in dem Raum dahinter auch schon wieder Priester und Magier und Scheingolems und der ganze Kack erwartet. Einfach mal rein hier. Huch, da bin ich wohl auf C gekommen. Und wo ist der Priester, den ich mir schnappen will? Da. Die Golems können mich mal. Ja, auf den Priester. Wow! Hörst du mal auf, Steine nach mir zu schleudern? Ach man, muss ich schon wieder Wundumschlag einwerfen. Kann wohl nicht wahr sein. Könnten wir bitte mal den Priester umlaschen? Das wäre echt nett. So, und jetzt seid ihr fällig. Oh, ich muss schon wieder einen Wundumschlag nehmen. Ah, der zwei Waffenstreich ging ja, glaube ich, daneben. So. Gut gemacht, sage ich. Gut gemacht. Ja, danke, danke, danke dafür. Was haben wir denn hier? Essenz der Willenskraft. Unsere erste Essenz der Willenskraft. Sehr schön. Da ist die Schule der urtümlichen Magie. Oh Mann, das nichts nervt. Das nichts nervt. Das ist jetzt die zweite Session im Nichts. Also ich habe eben drei Folgen aufgenommen am Stück, habe kurze Pause gemacht. Und hau jetzt wohl wieder so 3 bis 4 Folgen durch. Aber länger kann man das hier auch nicht. Geht nicht. Ist nicht möglich länger. F5. Golemgestalt. Ein Arkaner Schrecken im nächsten Raum. Zwei Arkane Schrecken im nächsten Raum. Ach, Mann. Jetzt muss ich erstmal, jetzt ist hier gerade, was macht denn der hier für Randale? Die sind beide weiß. Wir probieren es mal. In welcher Gestalt probieren wir es denn mal? Ich möchte es, um ehrlich zu sein, einfach mal in der Golem-Gestalt probieren. Vielleicht bringt es ja was. Weil wir sind auf jeden Fall, halten wir gut was aus. Ist er tot? Ja, hallo, Attacke, bitte. Nicht sterben, hau den doch um! Meine Herren! Es war ja mal wieder äußerst knapp. Ja, die Musik kann aufhören. Danke. Und hier ist eine Geisttür, die wir durchschreiten werden. Und wir werden direkt wieder pausiert, weil hier was ist? Ein Steingolem. Den möchte ich... Ich möchte Feuer mit Feuer bekämpfen. Voll witzig, hau den doch mal um. Was haben wir denn hier unten alles? Schmettern, beben, schleudern, beben. Ach ja, man könnte ja glatt vermuten, dass ein Golem dagegen immun ist. Deswegen ist das gerade auch ziemlich sinnfrei, was ich hier mache. Also ab in die Feuergestalt und drauf geklatscht. Hör mal auf zu bellen. Gibt aber auch Geräusche von sich, der Große hier. Glaubt man ja gar nicht. Und Geschicklichkeit.
brauchen wir auch dringend. Wir haben nämlich, also zumindest habe ich das Gefühl, dass wir eine ziemlich miserable Trefferquote haben. Und hier ist ein Mauseloch. Ja, nur gucken wir uns doch mal an, was uns dahinter so erwartet. Ein Golem. Joa, Feuergestalt. Und zack. Oh, da hinten ist ja noch einer. Hat er sich doch hinter unserem Rücken glatt rangeschlichen. Na, überleben wir? Die Frage muss man sich ja mittlerweile stellen. Geht das bitte ein bisschen zügiger? Danke. Und da haben wir eine Essenz der Klugheit. Das ist Nummer 4. Da haben wir schon einiges von gesammelt. Und hier ist eine massive Tür. Dachte ich mir doch wohl. Irgendwie fast. Dann will ich erstmal gucken, ob hier noch irgendwas rumfliegt. Außer ein Mauseloch. Nö. Dann will ich F5 drücken. Und dann will ich die Tür aufmachen. Yep. Und sehe dahinter was? Zwei Essenzen. Yay. Geschicklichkeit. Nummer 2. Und Konstitution, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Und das ist unsere zweite. Und damit haben wir auch alle Essenzen der Konstitution schon mal gesammelt. Das finde ich doch sehr schön. Ach, uns fehlt übrigens noch, kann ich ja mal kurz sagen. Erstmal gehe ich aus der Golem-Gestalt raus. Das Getrampele nervt doch. Wir müssen eh in die Mausgestalt. Um hier wieder rauszukommen. Ja, uns fehlen noch 3 Essenzen der Willenskraft. Eine Essenz der Klugheit, 2 Essenzen der Stärke, eine Essenz der Magie und 2 Essenzen der Geschicklichkeit. Also ist dann doch noch ein bisschen was. Ach nee, jetzt müssen wir ja wieder zurück. Genau. Und haben hier eine Tür mit Slaverin, dem Dämon. Wir machen das jetzt einfach mal folgendermaßen. Wir gehen in unsere normale Gestalt, stellen uns vor die Tür, benutzen unseren Lieblingsknopf. Unsere Lieblingstaste ist ja kein Knopf, ist ja eine Taste. Und dann würde ich doch mal sagen, schlimmer kann es ja nicht werden. Kann ich den ja jetzt angreifen? Danke. Ist der alleine? Los, los, er ist betäubt. Unruhe. Zack, 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 zack. Zwei Waffenstreich. Zack. Ah, der ging daneben. Man kann ja nicht alles haben. Yeah, halt. Finisher. Wir gehen mal näher ran. Yeah. Und ins Rückgrat. Quest aktualisiert. Ja, wo denn? Ja, wie denn? Wo denn? Ja, du hast den Dämon der Völlerei im Zentrum des Albtraums vernichtet. Diesen Teil des Nichts hast du abgeschlossen. Das ist aber sehr freundlich. Dann, huch, bin ich doch zufällig auf F5 gekommen? Kurz räuspern, kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Und jetzt klappern wir doch das Ganze einfach von vorne ab. Wenn du spielst, während du angemeldet bist, wird dein Online-Profil automatisch mit deinen Erfolgen und einem Tagebuch über deine Abenteuer in Ferelden aktualisiert. Schön. So, und hier möchte ich jetzt aber erstmal gucken, um mich zu erinnern, wo wir hier sind. Hier ist ein Mauseloch.
Hier unten war doch was, genau. Hier waren wir schon, hier waren wir schon. Mauseloch. Ich möchte jetzt einfach mal zurückgehen und bevor ich hier weitermache, die massive Tür da vorne zerstören. Was haben wir hier in dem Räumchen? Bestimmt nur Hurlocks. Ja, Hurlocks. Ein Autosave. Vielen Dank, liebes Spiel. Wie ihr wünscht. F5-Taste ist auch schon ganz abgewetzt. Ja, Kampfrausch und so. Zack. Na komm, die drei schaffen wir doch. Schaffen wir doch lässig. Wundervoll, es ist so wundervoll, dass wir das geschafft haben. Dass wir direkt hier durchgehen. Und feststellen, dass wir die Feuergestalt brauchen. Ach, hier waren wir ja schon, ne? Und so, dann, ja. Dann einmal bitte. Waren wir hier auch schon drin? Irgendwo sind ja aber noch rote Pfeile oben. Ich sehe es doch. Sogar ziemlich viele. Ach, vermutlich, weil wir in dem Bereich hier auch noch gar nicht waren. Da oben wartet ein Gesandter. Ich kann mich vor Freude ja kaum bremsen. Ja. Da. Dich will ich zerkloppen. Ja, Todesmagie, von wegen, nix da. Ist hier was? Wieder for nothing. Da kam ich her. Da kam ich wohl her, ja. Meine Orientierung ist manchmal nicht die beste. Da unten wartet ein Hörlack auf uns. Und? Kommt er? Nö. Kommt nicht. Dann gehen wir hin. Na, jetzt kommen sie aber aus allen Ecken gekrochen hier. Na nun, treff doch mal, oder muss ich die Gestalt wechseln? Ich sehe es ja fast kommen. Erstmal jetzt den Bogenschützen hier, der nervt nämlich extremst. Ja, hier gibt's nichts zu lachen, Freunde, hier gibt's nichts zu lachen. Da hinten sind auch noch zwei. Die hauen wir uns jetzt auch noch. Die hauen wir uns jetzt auch noch um. Hm, genau. Ach, ich hätte ja auch erstmal Energie und so aufladen können. Ne? Aber naja, das sollten wir ja schaffen. So, jetzt haben wir hier doch nochmal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Laufen jetzt hier völlig planlos rum und gucken, was hier hinten in der Ecke ist und stellen wahrscheinlich fest, nix. Wer hätte das gedacht? Dann geht es hier weiter. Genau, hier ist die massive Tür, wo ich hin wollte. Und was hinter dieser massiven Tür ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.